Es ist Donnerstag, der 53. Oktober 2012. Hier ist attraktiv das Daumagazin. Nachdem uns gestern YouTube mal wieder eine ganze Folge gesperrt hat, hat die Jurassica keinen Bock mehr gehabt und hat mich hier ganz alleine im Studio gelassen. Also kann ich einfach mal alles alleine moderieren. Opfer. Also das Beschissenste an meinem Job sind ja diese geifernden Möchtegern-Adligen, die sich an meine Hacken heften wie so schillernde Scheißhausfliegen. Ich krieg immer das Kotzen. Ist sie nicht süß, die kleine billige Dirne? Und die ist so vollgepumpt mit Botox, wenn sie lacht, ja? Guck mal, da bewegt sich eigentlich nichts mehr außer der Mund und der ist so richtig schön aufgespritzt. Das finde ich toll. Na Mensch, das war ja wieder so richtig schön oberflächlich. Ja. Geil. So, weiter geht's mit dieser toten, verschimmelten, stinkenden Nachbarin. Ach nö, wer ist denn das jetzt? Frau Nachbarin. Guten Abend, Frau Reinhardt. Aber gut, dass ich Sie gerade sehe. Sagen Sie mal, hatten Sie neulich auch Obst vor der Tür liegen? Natürlich nicht. Also ich hatte da so einen komischen Apfel neulich vor der Tür liegen. Köstlich. Naja, ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau. Ich hab den auch gar nicht gegessen, sondern mein kleiner Kevin Adriano, müssen Sie wissen, ja? Und soll ich Ihnen dazu mal was sagen, Frau Reinhardt? Naja, ich weiß nicht so genau. Ich hab den ja auch gar nicht gegessen, sondern mein kleiner Kevin Adriano. Und soll ich Ihnen mal was sagen, Frau Reinhardt? Seitdem ist der ganz komisch, so apathisch, ja? Und ich weiß eigentlich weder ein noch aus und ich würde so gerne mal mit jemandem darüber sprechen, aber das ganze Haus scheint wie ausgestorben zu sein. Völlig entsaftet. Niemand macht mir die Tür auf, ja, und ich brauche eigentlich mal so ein Gespräch von Frau zu Frau. Haben Sie eigentlich Kinder, Frau Reinhardt? Gelegentlich, wenn sich gerade nichts anderes ergibt. Frau Reinhardt. Naja, dann kommen Sie doch mal rein. Ja. Aber ja. Nur ganz, ganz kurz. Nach einer kurzen Werbepause bin ich gleich wieder für euch da. Stark Qualitätszigarette. Der Genuss für passionierte Raucher. Jetzt auch ganz neu in Stark Leicht. Leicht stark genießen. Weiter geht's mit Jurassica und dem Walross der Travestie Tante Tiffy am Kudamm. Ach, guck mal hier. Wir sind
diese Fotobox. Mal Foto machen. Ich dachte, Tippi, das ist keine Fotobox. Das ist ein Klo, Dixie. Wie ein Klo? Mitten auf der Straße? Was ist das denn? Na ja, komm, da hinten sind wunderbare City-Toiletten. Da kann man vielleicht mal raus. Mach mal da ein Foto, ja? Komm. Ja. Hinter mir seht ihr jetzt gerade den berühmten Bahnhof Zoo. Ihr wisst schon, Christiane F. und so, ne? Furchtbar. Ja, und da habe ich gedacht, da gehen wir jetzt auch mal rein ein bisschen gucken, oder? Ja, vor allem kacken, ne? Ich muss AA. Ich auch. Na, machen wir zusammen, ne? Aber schnell, der Stift malt schon. Tante Tippi, das ist kein Klo, das ist ein Fotoautomat. Ach du meine Güte, aber ich bin 3 Kilo leichter, ich sag es dir. Haben wir gleich mal ein Currywürstchen essen, ne? Schön am Spiegel angucken. Du bist also aber hier wirklich sehr hygienisch hier bei Sanifair. Ja, das ist ganz nett hier. Du, jetzt haben wir hier auch noch so einen 50-Cent-Gutschein, da können wir uns jetzt nochmal irgendwie was zum Schnackern kaufen. Was heißt das, gegen Jessie, red doch mal Deutsch mit mir. Was zum Schnackern, du weißt schon. Komm, trink mal ein schönes Bierchen, ne? Schön. Mach ich doch. Wo ist das denn jetzt hier? Oh Gott, das habe ich. Ach doch. Hör mal, nächste Woche, Freunde, wird super sexy und lustig, ne? Da machen wir was ganz Besonderes. Sehen wir einen schönen Club. Mal gucken, ne? Hier auf dem Kodam. Prösterchen! So, und das war's jetzt auch schon wieder von mir. Wir sehen uns nächsten Donnerstag. Und Jurassica, die faule Sau, hat mir gerade gesagt, dass die schon im Bett liegt mit ihrem kleinen Prinzen der Adipositas, Kevin Adriano. Na, dann gucken wir da mal rein. Kevin Adriano, was machst denn du da mit den Messern? Wo hast denn du die Messer auf einmal herbekommen? Sag mal, gib mir nicht sofort wieder, das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Sag mal, du kannst doch nicht einfach hier die Messer aus der Schublade holen. Das ist gefährlich, Kevin Adriano. Nein.